Servus, ihr Brandstifter, herzlich willkommen auf meinem Kanal Null Problema und herzlich willkommen zum neuen Shop-Video der Shop wird geupdatet, Freunde. Und bevor wir hier lustigen, wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass heute Abend die Challenge endet, und zwar die Wochen-Challenge. Null Problema möchte spielen und wir haben ein einziges Video eingereicht bekommen von Hidden Hinkel. Und wie ich gehört habe, soll es relativ schwer sein, das zu toppen. Also ich wollte euch nur noch mal daran erinnern, bis 18 Uhr könnt ihr das versuchen und ansonsten hat Hidden Hinkel schon gewonnen. Okidoki, ich würde mal sagen, fangen wir hier ganz links an. Hier haben wir die verwegene Duellantin. So, da haben wir sie endlich. Die finde ich richtig nice. Die gibt es in zwei Stilen, einmal mit Maske und einmal ohne Maske. Finde ich richtig nice, diesen Skin. Das Video habe ich noch nicht eingereicht. Das Video werde ich euch noch hochladen. Das Gameplay-Video zu diesem Skin, damit ihr euch da einen Eindruck verschaffen könnt. Das Backbling ist auch richtig nice. Steht auch einigen Skins richtig gut. Gefällt mir, kann ich nur empfehlen. Diesen Skin, 1500 V-Bucks, ist jetzt echt nicht viel. Also für so einen Skin würde ich mal sagen. Und mit diesem Skin haben wir einen neuen Typen bekommen. Diese Frau gab es, glaube ich, vorher nicht im Shop. Also auf jeden Fall empfehlenswert von meiner Seite aus. Dann haben wir hier ihre Spitzhacke Funkenzünder. Ja, das ist so ein Gewehr, was so einer Spitzhacke umgebaut wurde, würde ich mal sagen. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht genau, was es sein soll. Ist okay, kann man es jetzt antun. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. 500 V-Bucks. Weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt haben braucht, aber ist okay, kann man es antun. Wie gesagt. Dann kommen wir hier zum Hangtime-Paket, welches noch zur Verfügung steht. Es macht jetzt auch noch Sinn, sich das zu holen, falls man in der Lage ist, die Aufgaben zu lösen. Ich glaube, ihr habt noch 1,5 Tage Zeit, alle Aufgaben zu lösen. Ihr könnt dieses Skins in 4 verschiedenen Stilen freischalten. Für 1800 V-Bucks bekommt ihr Nike Jordan Skins, die in 4 verschiedenen Stilen freizuschalten sind. Ist echt kein schlechtes Angebot. 2 Skins, 4 Stile, jeweils richtig geile Geschichte. Würde ich auf jeden Fall machen. 1800 V-Bucks, echt nicht viel dafür. Okidok, das wär's damit. Dann kommen wir hier wieder zu den Fußballer-Skins. Die gibt es natürlich in Hülle und Fülle, in verschiedenen Stilen, weiblich, männlich. Ich brauchte jetzt nicht jeden einzelnen durchgehen. Richtig nice Geschichte. Jeweils 1200 V-Bucks, coole Geschichte. Dann haben wir hier den Elite-Töppen, die Spitzhacke. Kann man sich antun, gefällt mir aber überhaupt nicht. Die Vuvuzela, die gefällt mir schon ein bisschen mehr. Ist ein bisschen laut, aber macht natürlich Sinn. Und dann haben wir hier den Hängegleiter Torgefahr. Ja, kann man sich antun, wenn man Fußballfan ist. Dann kommen wir hier zum Skin Fastball. Den habe ich euch schon mal in einem Gameplay-Video vorgestellt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und oben rechts. Diesen Skin finde ich richtig nice, gefällt mir. Ist zwar ein bisschen voll mit irgendwelchen Schnickschnack, wie zum Beispiel das an den Beinen, die Bälle an der Seite und das an der Schulter. Kann man sich aber auf jeden Fall antun. Der Rucksack, der sieht auch in Ordnung aus, kann man sich auf jeden Fall auch antun. Ja, schaut euch am besten das Video an und da werdet ihr selbst entscheiden können, ob euch dieses Skin tatsächlich gefällt oder nicht. Okay, dann haben wir hier den Flugkarpfen, den Hängegleiter des Vertrauten des Sturmsets. Ist jetzt überhaupt nicht mein Fall. Animiert, riesig groß, gefällt mir ganz und gar nicht. Dann kommen wir zum Korbleger-Emote. Nice Emote, gefällt mir. Habe ich mir geholt, 20 Bucks, echt nicht viel dafür. Dann kommen wir hier zum Skin Hypernova. Den habe ich euch auch schon mal in einem Gameplay-Video vorgestellt. Werde ich euch auch unten verlinkt haben. Und hier oben rechts schaut euch das Video an. Dieser Skin ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Bis auf die Maske ist alles fein an diesem Skin. Okay, dann kommen wir hier zum Sichelschläger. Eine richtig brutale Spitzhacke. Passt natürlich zum Baseballer-Skin. Kann man sich auf jeden Fall auch antun. Und als letztes haben wir hier den Muckispiel, das Simon-Muckispiel. Nice Geschichte auch für 200 V-Bucks, um mal ein bisschen Kraft zu zeigen. Ja, ist jetzt kein großes Emote, aber auch kein großes Geld dafür. Okay, doch, Freunde, das war's mit dem Shop. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Sonntag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.